Und mit den herzlichen, schönen, netten Worten Gefechtsstation geht's hier rund in World of Warships. Herzlich willkommen heute mit Henri, oh Gott, Katre, glaube ich, ist Englisch, Englisch, ja, das sind wir schon, Französisch für vier. In dem Fall habe ich das Ganze eingeschickt bekommen vom Centon 02, da sage ich herzlichen Dank. So, und jetzt gehen wir auch gleich in die Live Geschwindigkeit. Wir sehen aber, er hält sich hier noch vornehm zurück mit seiner Des Moines und dem großen Kurfürst oder der großen Kurfürst vor sich. Und da nimmt er jetzt wohl die Minotaur auf den. Ja, was? Auf den was? Alter. Wenn einem einfach mal im Let's Play die Worte fehlen und man sich denkt, ich schneide den Schmal jetzt einfach mal nicht. Nee, ich lasse es jetzt laufen. Er nimmt ihn halt auf die Hörner, wollte ich wahrscheinlich sagen. Keine Ahnung. Seht es mir nach. Manchmal ist es doch nicht so leicht, frei in einem Let's Play zu sprechen, wie man es denn so denkt. Naja, ich streng mich jetzt wieder an. Also, da schau mal, ob er mit den nächsten Granaten ein bisschen besser trifft. Ich verspreche, ich nehme einfache Wörter, die ich auch noch bilden kann. Großer Kurfürst, jetzt hinterhalb des Berges. Da kommt aber gerade nicht drauf. Jetzt schaut er auch auf, wie die Torpedos denn da so kommen. Da muss er ein bisschen einlenken, habe ich so das Gefühl. Sonst könnte er den einen vielleicht doch minimalst erwischen. Und bevor man da die Gefahr eingeht, dann macht man es doch dann richtig. Und bisher, muss man sagen, ist die Runde recht ereignisarm. Vielleicht hat mich das ja auch ins Haspeln gebracht, dass nach, in dem Fall, knapp, ja, über 4 Minuten noch so gar nichts passiert ist. Also, dass man so die ersten 2 Minuten, dass da nichts passiert, das ist für mich jetzt nichts Neues. Aber dass man so lange sich gefühlt verwehren kann, Damage anzubringen, das ist auch für mich was Neues. So, und jetzt vielleicht endlich mal die ersten Treffer Richtung Yamato. Wir schauen einfach mal, was er da so draus machen kann. Aber auch hier dreht die Yamato schon weg und auch da könnte es wirklich Probleme geben. Ja, nur 1000 Damage, aber er denkt sich, scheißegal, da schieße ich jetzt noch weiter drauf. So. Oh ja, die könnten ganz gut kommen. Die schauen gut aus. Da ist eine Zitadelle. 10.000 Damage. Leider nicht sein Kill. Aber wenigstens mal ein bisschen Schaden hat es gemacht. So soll es sein. Und wir sehen nach wie vor, es bleibt ruhig, aber ich verspreche euch noch, ich sehe ja immer die Stats, dass da noch Damage kommen wird. Ich würde jetzt gerne irgendeinen Sparwitz erzählen, aber ich bin wirklich einer der schlechtesten Witzeerzähler, die ihr euch vorstellen könnt. Deswegen lasse ich das dann doch lieber sein und bleib hier beim Kommentieren. Auch wenn es davon eben gerade nicht so viel gibt, aber wir können ja mal ein bisschen die Situation analysieren. Wir sehen hier drüben die Schiffe. Kurfürst, Yamato, Carolina, einfach zu weit weg. Er kommt 19 Kilometer weit. Keine Chance. Die Schiffe hier hinterhalb, meistens jetzt durch die Insel gecovert. Und man muss natürlich auch sagen, wenn er jetzt hier durchpreschen würde, dann würde auf einmal sich plötzlich alleine hier dieser ganzen Meute von Schiffen wieder gegenüber sehen. Jetzt muss er natürlich also erwarten, bis seine Mates hier nachziehen. Und das ist natürlich schlecht, weil er ist ja einer der schnellsten. Also muss er natürlich ein bisschen vorm Gas gehen. Aber auf der anderen Seite will er auch noch bald Schaden machen. Und wenn er Schaden machen will, dann darf er natürlich jetzt auch nicht weit weg vom Schuss sein. Das ist immer so ein schmaler Grat, gerade mit einem Kreuzer, der doch ganz gern mal den einen oder anderen Damage schluckt. Und wie gesagt, er ist jetzt auch doch schon ein wenig weit vorne für meinen Geschmack.
So, jetzt deswegen bleibt er jetzt auch stehen. Jetzt ist er offen. Jetzt heißt, es wird, jetzt wird er auch gleich was sehen. Genau die Des Moines. Und dahinter die Iowa. Das sind beides nochmal Kaliber, die man erstmal beschießen muss. Ja, fahrt auch sofort zurück. Die Des Moines geht erstmal mit HE auf ihn. Hat jetzt auf AP gewechselt. Sieht man ja für alle Nichtkundigen zwischen den weißen und den eher gelblichen Granaten. So, er hat jetzt aber den deutlich besseren Winkel. Und die Des Moines ist jetzt schön breitseitig. Also die kann er jetzt natürlich gut aufs Korn nehmen. Die könnten jetzt mal richtig gut kommen. Und genauso ist es auch. Zwei Zitadellen, 13.000 Schaden. Und da sieht man einfach wieder mal, was die Positionierung bei World of Warships so ausmacht. Er ist hier einfach mit der bestmöglichen Position. Und die Des Moines bekommt hier seitlich eine Zitadelle nach der anderen. Und da macht er sie auch weg. Und so leicht geht's dann ab und an. Dann ist es doch kein Hexenwerk, was so bei Warships passiert. Und jetzt kommt hier die nächste Des Moines. Mit der ersten hat er schon gute Erfahrungen gemacht. Mal schauen, wie es mit der nächsten so ist. Die hat aber wenigstens eine schönere Tarnung. Aber auch hier gleich 15.000 Damage mit zwei Zitadellen. Und nochmal drei Zitadellen mit 20.000 Damage. Und ich glaube, das zeigt jedem, was es heißt, falsch rauszufahren. Hat die Des Moines perfekt gezeigt. Und kaum hat sie ein bisschen den Winkel, prallen auch schon wieder alle Granaten ab. Also Positionierung ist in dem Spiel so unfassbar wichtig. Man denkt sich immer zwar, ich habe so viele Hitpoints, aber die sind einfach so schnell weg. Da solltet ihr einfach wirklich ein bisschen drauf achten. Auch wenn ihr meint, vermeintlich, da mir passiert nichts. Der wird schon ausnahmsweise mal nicht so gescheit treffen. Nein, das geht eben doch ganz, ganz, ganz schnell. So, und jetzt hier nochmal ein paar Hits. Die Des Moines ist jetzt schon fast dabei zu sinken. Und da ist es auch schon durch. Des Moines ist weg. Sein Flugabwehrteam hat da auch ein bisschen was vom Himmel holen können. Vier Flugzeuge sind dann da durch. Und jetzt wird ein bisschen gekuschelt mit der North Carolina, aber alles halb so wild. Und jetzt gehen wir nochmal in den Endspurt, würde ich sagen, weil da ist noch einiges an Damage offen, was ich so sehe. Also da wird jetzt schon noch was kommen. So, und jetzt hat er auch das Team auf seiner Seite. Jetzt ist es nicht mehr so dramatisch, wie vorher da reinzufahren. Ganz im Gegenteil, jetzt heißt es Push, Push, Push und dem Gegner zeigen, wo die Hake ist. Und da ist schon die Ibuki. Da könnte doch was passieren, würde ich sagen. So, oh, Ibuki dreht sich schön rein sogar. Ja, genau, so sieht's aus. Und da macht er die Zitadelle und 12.000 Schaden. Da sagt er, danke Ibuki, den nimmt er natürlich mit. Mal schauen, was die nächste Salve so sagt. Und auch hier drei Zitadellen mit 20.000 Damage. Also jetzt ist er auf den Geschmack gekommen, meine Damen und Herren. Jetzt will er es wirklich wissen. Da haut er nochmal die nächste Salve raus und die können schon die Zerstörung bedeuten. Und genauso ist es, zweiter Kill. Und weiter geht's, Kurfürst kommt da auch schon daher. Wie gesagt, ich habe gesagt, Endspurt, Crunch-Time, würde man sagen, im amerikanischen Football. Und die ist jetzt definitiv da. Jetzt geht's ans Eingemachte. Sein Team drei Schiffe verloren, Gegner-Team hat nur noch vier. Aber das ist ihm scheißegal, er will jetzt den Damage, er will jetzt da noch was absahnen. So, hier setzt er die erste Salve Torpedos. Kann sein, dass er jetzt Steuerbord dreht, um auch seine Backbord-Salve oder Torpedos ins Spiel zu bringen. Aber nein, das macht er nicht. Lässt hier die drei einfach mal ganz entspannt Richtung Gegner fließen. Und er bleibt hier weiter auf seiner Munition, die ihm bisher gute Dienste gemacht hat. Auch hier 7.000 Damage. Sehr nice. Und weiter geht's. Nochmal 8.800.
30.000 da nochmal am Hitpoint-Pool, aber auch der ist gleich weg und wir sehen, der eine Torpedo, der kommt gut, der sitzt und hier 12.000 Schaden und schon hat die Kurfürst nur noch 3.000. Hier sind ein paar Flugzeuge, die hier ankommen, aber das ist mal für die Kurfürst egal. Jetzt kriegt er ein Torpedo da ab, aber alles halb so wild, den einen, den steckt er gut weg. Sofort wird wieder geheilt, also da steht er immer noch super im Saft und wir sehen jetzt auch mal wieder, wie schnell das Spieß ist. Über 40 Knoten hier gerade. Klar, natürlich hat er hier den Boost an, aber hey, wie unfassbar schnell ist das denn bitte? Nochmal 8600, also jetzt hat er wirklich da Blut geschnuppert. Denn jetzt haut er da eine Kelle nach der anderen aus. Nochmal eine Zitadelle. Und jetzt heißt dann bald Thema erledigt. Ja, wir sehen oben die Tickets, die schauen schon sehr gut aus. Ich sag schon mal jetzt, das ist gleich beendet, da passiert nicht mehr allzu viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wart spaßt von Anfang bis Ende. Meine Wortskills waren heute nicht der Bringer, aber was soll's. Auch sowas kann es mal geben, dann seht ihr, ja, verhaspeln tue ich mich doch sogar öfters, als ihr es meint. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.